Das ist sowas wie Behind the Scenes. Da kriege ich gleich Gänsehaut. Wie geil ist das denn? Tatsächlich. Oh mein Gott. Leute, in diesem Apex Toons Reaction Video werden Nostalgiegefühle für alle wieder hochkommen, die, ich sag mal, wenigstens ab Season 2, Ende Season 2 am Start waren. Erinnert euch an die richtig geilen Teaser, die vor Ende einer Season meistens die neue Legende der Folgeseason geteasert haben. Und früher zu diesen OG-Zeiten waren noch viele Köpfe von Respawn am Start, bevor die jetzt vor einigen Monaten oder fast vor einem Jahr ein eigenes Studio gegründet haben, weil davon über 20 Leute das Team von Respawn verlassen haben. Warum? Können wir uns ja alle ausmalen. Aber das gibt nochmal so ein richtiges Nostalgiegefühl, was es für geile Teaser damals gab, die es heute leider so gar nicht mehr gibt und einfach nicht mehr dieses geile Feeling von Apex Legends damals uns zurückgeben. Also genießt dieses Video für alle, die damals noch am Start waren und für alle, die damals nicht am Start waren. Zieht euch einfach mal rein, was damals schon oder was die Leute sich für Mühe gegeben haben. Das ist einfach der absolute Wahnsinn. Bevor ich jetzt weiter quatsche, geht's mit dem Clip los. Viel Spaß damit. Oh. Oh, jetzt mal ganz ehrlich, jetzt schreibt mal bitte in den Chat, wer kriegt da auch so eine Nostalgie, Erinnerungsgefühle, wenn man den Sound im Hintergrund hört von Zelda. Das ist doch einfach zu geil. Dieser Feen-Sound. Was ist denn da los? Er weiß es selber nicht. I'm sorry it had to be this way. You're not the one I'm after. Ah, das ist quasi Season 3, Release von Krypto. Ja klar, gab's ja dann erstmalig World's Edge. This is only the beginning. Er hat quasi I'm here to break the game. Pathfinder gehackt. Teasing Krypto. Das ist sowas wie Behind the Scenes. Da kriege ich gleich Gänsehaut. Wie geil ist das denn? Tatsächlich. Oh mein Gott. Das ist ja stark. Boah, ich habe totale Gänsehaut. Wie geil ist das denn? Oh ey, ohne Scheiß. Wer diesen Teaser verpasst hat, da waren wirklich noch die ganzen OG-Respawn-Arbeiter mit am Start, die das Spiel zu diesem Spiel überhaupt gemacht haben. Und die meisten davon sind leider einfach nicht mehr da. Und die haben sich damals noch darum gekümmert, richtig geile Teaser in dieses Spiel einzubauen, die nächste Legende teasern und so weiter und so fort. Die sind leider allesamt weg und haben ja Wildlife Entertainment, heißen sie, glaube ich, gegründet. Also irgendwann werden wir von denen wiederhören und es wird wahrscheinlich was echt mega Geiles werden. Und dieser Teaser war einer der geilsten mitunter auf Kings Canyon. Dieser geheime Raum im Wraith-Labor, der mittlerweile einfacher zugänglich ist. Ist geil. Ja, hier ist er. Ja, den musste man erst auftreten, genau. Oh, jetzt zeigen sie genau, wie das eigentlich funktioniert. Hier. Ey, unfassbar, wie geil ist denn das? Boah, ey, Gänsehaut am ganzen Körper. They say knowledge is power. Oh mein Gott, ist das geil. But what you do with it, that's what's important. Die krachen, das war stark. Oh Gott. Leute, das waren wirklich noch Zeiten, wo Apex Legends einfach sowas von in Ordnung war. Mit diesen Worten verlasse ich dieses Video. Bis zum nächsten Mal. Da rein, ciao.